Wenn Sie im Studium schon mal eine längere schriftliche Arbeit geschrieben haben, dann kennen Sie das hier wahrscheinlich. Sie haben eine Menge recherchiert und gelesen und sich auch schon viele Gedanken über Ihr Thema gemacht, aber es fällt Ihnen schwer, Ihre Ideen zu Papier zu bringen und mit dem eigenen Text anzufangen. Irgendwann verliert man dann auch den Überblick, die Deadline rückt näher und die Erinnerung an gelesene Texte lässt nach. Was Sie jetzt brauchen, ist eine Concept Map, um Ihrem Wissen eine Struktur zu geben und Ideen für den Aufbau Ihrer Arbeit zu entwickeln. Wie für die meisten Dinge, die mit dem Schreiben zu tun haben, braucht man ein leeres Blatt Papier oder ein Programm zum Erstellen einer digitalen Concept Map. Das zeige ich Ihnen gleich im Anschluss und dann kann man auch schon loslegen. Trennen Sie sich erst einmal von den nebensächlichen und ablenkenden Ideen, indem Sie die wichtigsten Begriffe aufschreiben, die mit Ihrer Fragestellung zu tun haben. Wie viele das bei Ihnen sind, hängt davon ab, wie tief Sie schon in dem Thema drinstecken, aber 10 bis 15 Begriffe sind eine gute Daumenregel. Ordnen Sie die Begriffe anschließend so an, dass Ihre Fragestellung ganz links steht und zusammenhängende Begriffe gruppiert werden. Bis zu diesem Punkt ähnelt die Methode stark einer klassischen Mindmap, aber das ist eigentlich nur die Vorarbeit. Der entscheidende Schritt beim Erstellen einer Concept Map ist der nächste. Indem Sie die gesammelten Begriffe mit beschrifteten Pfeilen verknüpfen, beschreiben Sie, wie einzelne Aspekte Ihres Themas zusammenhängen. So erarbeiten Sie sich Stück für Stück ein Netzwerk von den Beziehungen, die Ihr Thema ausmachen. Am Ende haben Sie dann eine Karte, die von links nach rechts gelesen erklärende Aussagen über Ihre Fragestellung trifft. So eine Karte hilft Ihnen einerseits bei der weiteren Literaturrecherche, weil Sie jetzt ganz gezielt die Stellen identifizieren können, die Sie noch nicht so richtig erklären konnten. Andererseits können Sie die erarbeitete Struktur oder Teile davon auch schon verschriftlichen, um eine Rohfassung für Ihre Gliederung zu bekommen. Es gibt viele gute Tools, um digitale Concept Maps zu erstellen. Für komplexere Projekte würde ich Ihnen zum Beispiel CMap Tools empfehlen, aber um ganz schnell eine relativ kleine Concept Map zu erstellen, ist diese Seite hier, mindmap.com, ziemlich gut geeignet. Man klickt einfach auf Create a Free Map und kommt direkt in einen Editor, ohne sich einen Account erstellen zu müssen, und alles, was man erstellt, lässt sich dann auch als Bild oder PDF herunterladen. Als Beispiel werde ich mal versuchen, einen Teil des deutschen politischen Systems in einer Concept Map abzubilden. Zuerst schreibe ich dafür eine Fragestellung in die Mitte. Wie funktioniert deutsche Gesetzgebung auf Bundesebene? Und dann sammle ich wichtige Begriffe, die damit zusammenhängen. Mit einem Klick auf diesen Button, Insert Child Note, wird ein leeres Feld erstellt, in das ich dann den ersten Unterbegriff eintrage. Dasselbe geht übrigens auch einfach mit der Tab-Taste, dann taucht ein untergeordnetes Feld auf. Wenn man eh schon auf der richtigen Ebene ist, kann man auch einfach Enter drücken, um einen Begriff auf derselben Ebene zu erstellen. Das mache ich jetzt erstmal für alle Begriffe, die mit meiner Fragestellung zu tun haben. Das sind jetzt 10 Begriffe, was für den Anfang schon mal eine ganz gute Zahl ist. Als nächstes ziehe ich den Startpunkt, die Fragestellung, ganz nach links und gruppiere die restlichen Begriffe rechts davon. Legislative und Bundestag gehören auf jeden Fall zusammen, Bundesrat natürlich auch. Zur Bundesregierung gehört Kanzlerin und Ministerinnen. Irgendwo in der Nähe sollte dann auch Exekutive stehen. Und Präsidentin lässt sich wie immer nicht so einfach einordnen. Ich kann auch ganze Blöcke von Begriffen nehmen und woanders anheften, dann verschiebt sich automatisch der ganze Ast aus zusammenhängenden Begriffen. Diese Gruppierungen dienen übrigens nur dem ersten groben Überblick. Es ist völlig okay, die Anordnung später noch zu verändern. Der nächste Schritt ist der eigentlich spannende. Durch die Beschriftung der Verbindungslinien beschreibt man die Beziehungen, die zwischen den Begriffen bestehen. Hier der Zusammenhang zwischen Bundestag und Gesetzentwurf ist zum Beispiel, dass der Bundestag Entwürfe vorlegt und über sie abstimmt. Mit einem Klick auf die Verbindungslinie und dann Label Line kann ich diese Beziehung festhalten.
einem Klick auf Add Arrow kann ich außerdem einen Pfeil ans Ende der Linie hinzufügen, damit die Richtung klar wird. Um eine neue Verbindungslinie herzustellen, kann man hier oben das Pfeilsymbol benutzen. Zwischen Bundesrat und Regierung gibt es beispielsweise eine wechselseitige Beziehung der Prüfung. Das kann ich festhalten, indem ich zuerst einen der beiden Begriffe auswähle, dann das Pfeilsymbol anklicke und schließlich auf den zu verknüpfenden Begriff drücke. Die so entstandene Linie kann ich auch wieder beschriften. Indem ich mehrmals hier auf diesen Button klicke, kann ich sogar Pfeile an beiden Enden einfügen, um die Wechselseitigkeit der Beziehung zu verdeutlichen. Ich versuche jetzt einfach mal, alle wichtigen Beziehungen hier zu benennen. So vervollständige ich Stück für Stück die Concept Map und erarbeite eine Antwort auf die Fragestellung. Das Gute an so einer digitalen Concept Map ist, dass Sie mit verschiedenen Anordnungen experimentieren können und die Karte bei Bedarf erweitern können. Wenn ich zum Beispiel genauer darstellen will, wie Gesetze im Bundestag ausgearbeitet werden, kann ich hier einfach ein paar neue Begriffe hinzufügen. Sie können Concept Maps also nicht nur nutzen, um Wissen festzuhalten, sondern auch um Ihr Verständnis weiterzuentwickeln. Es ist übrigens ganz normal, dabei auf Aspekte zu stoßen, die man noch nicht so richtig erklären kann. Aber das ist gut, denn dann wissen Sie, worüber Sie sich noch genauer informieren müssen. Darüber hinaus hilft Ihnen eine fertige Concept Map dabei, die Struktur Ihrer Arbeit zu planen. Vielleicht fällt Ihnen beispielsweise auf, dass ein Aspekt besonders wichtig ist, weil er viele Verbindungslinien besitzt. Dann sollten Sie diesen Aspekt auch ins Zentrum Ihrer Arbeit stellen und LeserInnen ganz genau erklären. Bei mir wäre zum Beispiel naheliegend, den Gesetzesentwurf sozusagen als Hauptcharakter der Arbeit zu behandeln und zu beschreiben, wie er durch die verschiedenen Beziehungen zu den Staatsorganen bestimmt wird. Diese Struktur könnte ich dann in einer Gliederung festhalten und mit den einzelnen Ästen der Concept Map hätte ich sogar schon Anhaltspunkte für die jeweiligen Inhalte. Ich hoffe, dass dieses Beispiel gezeigt hat, wie nützlich Concept Maps im Schreibprozess sein können, auch wenn bei ihrer Erstellung verhältnismäßig wenig geschrieben wird. Gerade weil sie ein Thema so stark verdichtet darstellen, sind sie nach längeren Lese- und Recherchephasen sehr hilfreich, um sich einen Überblick zu verschaffen und einen Plan für den eigenen Text zu entwickeln.